Endlich wieder mal eine Runde Mist. Survival. Für mich ist es jetzt tatsächlich schon echt lange her. Ich glaube, über 3 Wochen oder so habe ich das letzte Mal gespielt. Muss mich also erstmal wieder so ein bisschen orientieren. Aber kriegen wir schon hin. Und habe mir natürlich so ein bisschen Gedanken gemacht in der Zeit, was wir denn so anstreben. Warte mal, ich habe was vergessen. Passiert was? Warum passiert nichts? Warte mal ganz kurz. Warte mal. Weiß ich nicht. Jetzt geht's. Unsere gute Musik natürlich. Die darf nicht fehlen. So viel ist gewiss. Okay, was wollen wir so in nächster Zeit tun? Also, zum einen möchte ich natürlich sehr, sehr gerne den Generator endlich mal aufbauen und den Kühlschrank mal ausprobieren. Das ist Punkt 1, was ich gerne machen möchte. Ich möchte hier auch gerne mal die Türen schließen. Falls hier der Nebel kommt, who knows. Und ich möchte auf jeden Fall mal so ein olles Herz niederbrennen. Das wäre auch phänomenal, ich finde. Ach ja, die Tür war ja buggy, ich entsinne mich. Let's go. Was möchte ich noch tun? Ich möchte natürlich auch mal gerne in Häuschen einbrechen, wo Zombies drin sind. Müssen wir mal probieren, ob wir die klein kriegen oder nicht. Ich möchte auf jeden Fall mal ein Banditenlager auseinandernehmen. Vielleicht da oben diesen ollen Radioturm, wo sie mich schon einmal niedergemäht haben. Aber vielleicht müssen wir das nächste Mal von hinten rangehen. Von vorne, auf dem Weg, da hat er mich ja direkt erwischt, instant. Mit einem Kopfschuss. Schauen wir mal. Was möchte ich noch gerne tun? Ich möchte gerne mal Hühner finden. Da habe ich ja noch gar keine Idee. Ich habe nur gelesen, die sollen überall rumrennen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe noch nicht ein einziges Hühnchen gesehen. Vielleicht klappt es ja eher mit der kleinen Tierfalle, die man basteln kann. Ein Schimmer. Müssen wir mal probieren. Und natürlich den Hund hätte ich noch gerne. Und ich habe gelesen, der soll in einem der Banditenlager sein. Ich hoffe doch dort oben. Ansonsten hätten wir ja noch ein Banditenlager. Wo war? Ach ja, mit K ist ja die Map. Hier ist ja noch ein Banditenlager. Ich weiß nicht, ob es noch eins gibt, aber ich würde gerne erstmal hier oben versuchen wollen. Ich muss Rache nehmen. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, Alter. Geht gar nicht. Genau. So. Und was ich noch gelesen habe, der Loot resettet gar nicht mehr. Früher war es wohl so, dass alle 10 Tage der Loot resettet ist. Ganz automatisch. Das wurde wohl irgendwie eingestellt, weil sich wohl die Spieler beschwert haben. Ich weiß nicht warum, ich bin jetzt schon bei Tag 23. Aber egal. Daher haben sie Loot Refresh eingeführt. Diesen kleinen Button hier. Und ich würde mir die Freiheit rausnehmen und diesen jetzt an Tag 23 einmal betätigen wollen. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Also wenn früher alle 10 Tage ein Reset war, dann habe ich ja jetzt ziemlich lange ohne durchgehalten, glaube ich. Daher, ich drücke ihn jetzt einfach mal. Ich weiß, wir haben noch ein bisschen was zu erkunden, aber so mega viel ist es auch nicht mehr. Und ich möchte auch ein bisschen vorankommen. Deswegen habe ich den jetzt gerade gedrückt. Ich habe keine Ahnung, ob irgendwas passiert ist. Müssen wir uns überraschen lassen. Und okay, gut. Dann haben wir das ja erstmal geklärt hier. Genug geschwafelt. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, was wir hier so haben oder eben halt auch nicht. Sowas hier, ein Stein. Super. Painkiller. Revolver Muni. Den habe ich ja gerade ausgerüstet. Ja, wie sieht es eigentlich mit Muni aus, wenn wir so ein Banditenlager ausnehmen wollen? Oder. Na, du weißt schon, was ich meine. Was hier? Handgranate? Ach so, ein Fragment, okay. Dann bräuchten wir ja wahrscheinlich die ein oder andere Muni. Hunting Rifle, das habe ich glaube ich noch gar nicht. Schon da. Beim letzten Mal haben wir glaube ich in der Westernstadt ein bisschen Massaker gemacht, kann es sein? Da haben wir doch ein paar
von den Hans-Peters auseinandergeruppt, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, das haben wir beim letzten Mal gemacht gehabt. So, jetzt haben wir hier. Aha. Der ist fast alle. Dann lass doch den mal austauschen, denn füllen wir da gleich mal auf. Painkiller. Painkiller. Da. Wir brauchen noch viermal Gier, Alter. Ich hoffe, das hat jetzt funktioniert mit dem Loot Refresh. Bin mir nicht sicher. Ah ja, guck mal, hier haben wir die komischen Seeker Claws. Keine Ahnung, was wir damit noch exakt machen können. Ach ja, und was einer noch geschrieben hat in den Kommentaren, dass diese Explosion, die wir immer gehört haben, ist wohl ein Überlebender, der einen Autounfall hat. Also da müssen wir, wenn wir das mal hören, mal wirklich die Äuglein aufreißen und mal schauen, ob wir da mal so einen sehen. Das wäre ja phänomenal. Ich weiß ja nicht, ob der denn bei uns einziehen möchte oder keine Ahnung. Ach, und da irgendwie Medikamente oder irgendwas braucht er dann, glaube ich. So wurde geschrieben, wenn ich mich recht entsinne. Sag mal, hier nirgendwo mehr Steine? Da ist ein Stein. Lass mal spaßenshalber. Wo war denn jetzt hier? Ah ja, hier war das. Hier so ein Bandage. Zwei Rags und zweimal Alkohol. Habe ich sowas? Da bestimmt irgendwo Alkohol. Also, wenn ich was habe, dann Alkohol. Alkohol? Hier. Aber brauchen wir auch für Mollys, ne? Jetzt muss ich mal kurz schauen, wie viel Alkohol wir hier so haben. Bisher zwei Fläschchen. Das ist ja nicht die Welt. Das ist eine Bandage, Alter. Mama. So, Rex wollte er haben. Haben wir noch irgendwo Alkohol? Guck mal, da waren noch so eine Wood Scraps hier. Da können wir doch noch so eine olle Tonne vielleicht noch machen. AK-Rifle. Ding-Rifle. Hier ist auch Hunting-Rifle. Revolver. 9 mm. Ich glaube, wir tauschen es mal wieder aus hier. Mit dem hier. Achso, den habe ich gerade ausgerüstet. Dann will er ja nicht. Tausch mal aus hier. Da haben wir ein bisschen Muni. Sü. Alkohol haben wir jetzt gesucht. Alkohol. Das hier. Achso, das war unsere Shotgun. Da hatten wir leider keine Muni mehr. Ah ja, hier war noch. Ja, yeah, dann können wir gleich mal schauen, ob wir noch so eine olle Tonne machen können. Aber Alkohol haben wir scheinbar nicht mehr. Also wenn ich gerne so ein zerlegen möchte, dann brauche ich einmal Alkohol auf jeden Fall. Also eine Flasche und einmal so ein Tüderchen. Ich hatte doch hier irgendwo ein Fläschchen gesehen. Ich brauche eine. Dann nehme ich die hier erstmal weg. Braucht. Wo war das? Hier so ein komisches Puderzeug. Mach ich denn hier so ein Puder? Puder? Hab ich doch bestimmt. Hier. Einer wollte er nur, ne? One. So. Dann mach doch mal so ein olle Molly hier. 10 Minütchen. Nochmal. Nochmal. So. So, da haben wir einen Molly. Okay. Jetzt reicht's natürlich nicht mehr für die Bandage. So ist das Leben manchmal. Wo hatte ich denn jetzt? Hier. Nee. Nee. Irgendwo hatte ich Rex. Ich glaube, wäre ganz cool, wenn man das irgendwie beschriften könnte hier. Vielleicht noch Flaschen. Okay, dann wollte ich scheuen. Hier so eine. Ah, einer. Dein Ernst? Wow, come on. Come on. Aber das muss man immer wieder anzünden, ne? Das ist natürlich auch scheiße. Das ist auch all. Gefällt mir nicht so. Wenn ich da ständig Mats für hergeben muss.
dann gefällt mir das eigentlich gar nicht. Und denn so viele Metallscraps. Was wollte ich? Ah ja, ich wollte jetzt hier mein Feuerzeug. Mein Swordhelm ist hier fast defekt. Ears? Da ist ja fast voll hier. Na ja, komm, mach hier den letzten Schnulli rein. So, ist noch nichts mehr drin. Kann auch weg hier, oder? Löst sich das hier nicht auf? Tschüss. Oh nein, da ist nichts mehr drin. Okay. Aber voll hier. Haben wir noch. Ja, haben wir auch. Ja, mit dem Bär weiß ich immer noch nicht, ob der jetzt besser ist oder nicht. Ein Schimmer. Sü. Aber. Egal. Nee, komm, ich nehme mal den Standardspeer. Den hatte ich doch hier noch irgendwo, oder? Ich glaube, dass. Ich bin mir nicht sicher, ob der wirklich so ein nachgemachter, ob der wirklich besser ist. Ich weiß es nicht. Hier weiß ich auf jeden Fall, ist eine Waffe. So viel ist gewiss. So, okay. Dann habe ich hier noch Water. Water. Dann lass uns doch mal ein bisschen was verzehren. Komm, wir essen mal den hier und dann schlurfen wir gleich was. Und dann schauen wir mal, ob das jetzt mit dem Reset hier auch funktioniert hat oder nicht. Das würde mich jetzt wirklich brennend interessieren. Der müsste ja jetzt auch hier in den kleinen Hütten um uns herum, müsste ja der neue Loot liegen. Oder nicht? Oder täusche ich mich? Bin mir nicht sicher. Mal voll hier. Die Sonne. Heute ist mal wieder ein sonniger Tag bei mir. Sonst war es jetzt immer nur Regen und der ganze Scheiß. Aber jetzt blendet sie mich wieder. Richtig anstrengend. Ich glaube, da muss ich mich gleich noch drum kümmern. Das geht so nicht weiter. Ach ja, wir hatten ja so einen komischen Ofen hier gemacht. Und die komischen Zäune, die haben nichts gebracht. Ach, der blubbert so. Ich bin gerade wie so eine Karre, oder? So, jetzt müsste doch eigentlich hier wieder Loot drin sein. Aber ich weiß nicht, ob wir den mitgenommen hatten hier, den Concrete Bag, kein Schimmer. Rein theoretisch müsste doch jetzt wieder Loot sein. Die Säge, die hatten wir nicht mitgenommen. Also bisher sehe ich hier noch keinen neuen Loot. Das macht mich ein bisschen traurig. Der hatte ja nichts. Den Sinn mich. Okay. Das funktioniert ja sehr, sehr gut. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass wenn ich zu häufig darauf drücke, alles übersät wird denn mit Loot und. Was war hier? Symptom Ceiling? Aha. Interact? Ich interacte. Okay, cool. Läuft. So, na gut. Ja, hier können die Zombies nämlich, glaube ich, einbrechen sogar. So, eigentlich ist die Hütte voll für den Arsch. Erstmal ist die gar nicht mit der zweiten Etage von innen verbunden, was ja schon mal absoluter Schmutz ist. Und dann können die da noch durch das Fenster da durchkriechen. Also ich weiß nicht. Also da ist man hier oben, glaube ich, sicherer. Hier macht man Tür zu und dann ist man safe. Sehr kurios. Okay, aber mit dem Loot hat sie ja scheinbar immer noch nicht so, oder? Hier liegen jetzt Components. Oder hat es doch funktioniert? Könnte, eventuell sein. Na, guck mal, hier liegen wieder Components. Ich glaube, es hat doch funktioniert. Was hier? Oh, ein Eimer. Weiß nicht. Brauchen wir noch einen Eimer? Mensch, immer. Metal Scraps. Okay, dann suchen wir jetzt hier erstmal unsere Gegend hier ab. Bevor wir übereinander läuft. Dann schauen wir erstmal Firewood und Firewood würde ich erstmal mitnehmen. Bada. Okay, dann scheint es ja doch funktioniert zu haben. Ach ja, das war unser Hühnerstall. Hier nur die Hühner. Natürlich all. Ohne Hühner ist schon blöd. Da bringt so ein Hühnerstall denn doch nicht so viel.
So, dann gucken wir doch mal hier oben. Hier irgendwas ist. Tomato Sauce. Gehen wir auch wieder ein bisschen essen hier. Oder sowas. Hier ist wieder so eine Machete. Eine Jeans haben wir ja mittlerweile. Warum nicht? Dann lasse ich sie erstmal liegen. Ach, was ich mal probieren wollte. Kann ich die Machete? Nee. Also, das raff ich nicht. Was bringt mir denn so ein scheiß Schild, wenn ich keine Einhandwaffe dazu nehmen kann? Absoluter Rotz eigentlich, oder? Oder täusche ich mich? Warte mal, ist hier noch irgendwo was? Sieht. Guck mal, kommen wir hier rein? Nö. Nö, kommen wir nicht. Wäre ja auch sehr eigenartig gewesen. Dann schaue ich da hinten nochmal. Ach, es ist schön, wieder hier zu sein bei Mist. Wirklich. Freue ich mich. Richtig nice. Okay, aber in Autos oder so scheint es ja nicht zu resetten. So macht es den Anschein. Warte mal, da können wir reinglutschen. Ach ja, olle Stifte, das brauche ich nicht. Ist hier noch irgendwas drin? Nö. Haben wir hier? Euer Holz. Hör damit. Ja, so ein Rad oder so müssen wir wahrscheinlich auch mal sammeln. Weil wir können ja hier auch Auto fahren, ne? Ich glaube, das wäre gar nicht so undumm, wenn wir mal Materialien dafür sammeln würden. So glaube ich. Könnte nicht schaden, oder? Wenn wir uns vielleicht mal so ein Auto zusammenbasteln. Und ich glaube, man kann ja auch Sachen damit transportieren, ne? Mit dem Auto. 9 mm. Oh, Gier. Herrlich. Das ist schön, dass wir hier mal wieder Loot haben. Wir haben noch so eine Wumme. Ja, ich weiß nicht, ob wir noch eine zweite davon brauchen. Ich lass die mal hier. Ich lass die hier. Was soll's? Ich lass die. Who cares? Ja, mit so einem Auto kann man ja auch, glaube ich, teilweise Sachen transportieren, sofern sie denn so einen Laderaum hinten haben, ne? Müsste sein. Da müssen wir mal Ausschau halten nach einem Auto, der hinten Platz hat, wo man Sachen raufschmeißen kann. Das sollten wir tun. Und dann müssen wir mal schauen, was so ein Auto braucht. Warte mal, wir können doch mal hier einfach ins Auto schauen. Ich glaube hier vorne, ne? So, 4 Räder, eine Batterie, ein Motor, eine Zündung oder sowas und natürlich Tank. Okay, Räder sollten jetzt nicht so schwierig sein. Hier wird es jetzt, glaube ich, schon schwieriger, eine Autobatterie und sowas zu finden. Müssen wir mal schauen. Da müssen wir wirklich mal die Augen aufhalten. Was war hier? Da hing noch irgendwas, oder? Hat er mir nicht eben irgendwas angezeigt? Ach, keine Ahnung. Who knows? Naja, die Türen sind hier wieder resettet. Richtig stark. Ah, guck mal hier. In unserem Haus gibt es auch noch Respawn. Na, die brauche ich nicht. Da hängt kein Schlauch, da hängt voll. Oh, guck mal, wir haben ja richtig viel Fleisch hier. Boah. Also der Vergangenheits-Haji, der hat mich ja richtig stark zurückgelassen hier. Richtig mit Essen. Sind richtig gut versorgt. Richtig stark. Danke. Danke, Vergangenheits-Haji. Ach, hier sind... Oh, hier liegen auch noch welche rum. Jo, nice. Okay, ich würde sagen, ich würde mich denn schon so daran orientieren, wie der Loot Respawn früher war. So alle 10 Tage. Ich glaube, das ist fair. Das glaube ich. Und deswegen mache ich das auch so. So, ich lasse mal den Molly erstmal hier. Die Machete brauche ich eigentlich nicht, aber habe ich ja irgendwo rumflattern. 2 Eimer? Warum habe ich 2 Eimer? Ein Schimmer, Alter. Feuerholz. Mal hier rein. Wenn hier noch was reinpasst, heißt es. Hier haben wir über. Nice. Ganz toll. Ja, neuer Loot bedeutet auch, ich brauche mehr Platz. Hatte ich hier irgendwo Sticks?
Branches meine ich. Erstmal hier Tomato Sauce. Dicks, da. Pack rein. Okay. Ist hier noch was? Ein Stein. Stein ist fein. Okay, cool. Ja, ich glaube, wenn wir das so alle 10 Tage machen, dann ist das fair. Ich will jetzt nicht übertreiben mit diesem Loot Refresh. Ist denn doch ein bisschen unfair, glaube ich, wenn man das so ausnutzt. Aber wenn wir uns da an dem alten Rhythmus halten, wie es einst wohl gewesen sein soll, ob es so tatsächlich war, weiß ich nicht. Aber ich finde das realistisch. Alle 10 Tage ist doch in Ordnung. Ach ja, hier ist noch ein altes Messer. Wir können ja mal in unsere alte Hütte da gehen, in diese Starthütte. Oder wir gehen erstmal zu dem Turm da, glaube ich. Mal gucken, hier ist doch eh unsere Starthütte. Wollen wir mal schauen, ob hier noch was rumflattert. Aber ich glaube nicht. Hier ist ja, glaube ich, immer nur die Kiste, die wir eh mitgenommen haben. Wir gehen mal zu dem Turm hier, zu unserer Hunting Area. Oder nee, warte mal, wo bin ich denn jetzt hier? Bin ich jetzt schon zu weit? Da hinten geht's lang. Da geht's lang. Guck mal, ist der nicht? Ja, doch. Da sind die Scheiben so kaputt. Weiß ich nicht, ob das geht. Wenn der so kaputt ist. Hier sind noch mehr Pans, brauche ich nicht. Aber scheint ja zu gehen. Man kann den scheinbar wieder aufmotzen, aber da sind ja alle Scheiben kaputt. Was soll ich denn damit? Was soll ich denn mit so einer kaputten Karre? Also wenn, dann hätte ich ja schon gerne was Intaktes. Das würde ich als entzückend empfinden. Dann interessiert mich mal, ob auch neue Gegenstände da drin sind. Der war ja hier mit Schränken und sowas ausgestattet, ne? Das würde mich ja mal interessieren. Metallscraps. Ach Gott, ist das ein Segen? Wirklich? Oh, Kater Pikachu ist erwacht. Ich nehme jetzt hier alles mit, Junge. Components, Metallscraps. Alles her. Gebt mir alles her, Freunde. Flashing nehme ich auch mal mit. Why not? Ja. Lass mich hier ruhig, Mann. Flashing. Flashing. Okay. Components. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Schau mal, was da so los ist. Ich renne hier die ganze Zeit 8-0 auf meine Stamina. Gibt's hier was Neues? Hier ist ein Cap. Cool. Bringt mir das was? Das tauscht da bestimmt gegen den Helm aus, wa? Na, das ist ja all. Slow down the rate of heat. Na, Hitze hatten wir noch gar nicht, oder? Weiß nicht. Swordhelm, weiß ich nicht. Sieht mir irgendwie schützender aus. Damit, ach ja, wieder so eine Chains. Wir haben zwar noch keine Repair Bench, aber kann ja nicht schaden, wenn wir da schon was auf Vorrat haben. Ach, hier ist doch noch eine alte Kiste, die habe ich noch gar nicht mitgenommen. Da los, Mann. Können wir da nicht mitnehmen? Move. Und auch hier runterschmeißen. So. Bye. Ich hole dich nachher ab. Ich hoffe, ich denke dran. Ich hoffe, dass ich es nicht vergesse. Wo habe ich den runtergeschmissen? Da. Pack den mal hier auf dem Weg. So. Ups. Da ist er relativ offensichtlich. Also früher oder später werde ich den vielleicht sehen. Dann war doch da hinten noch irgendeine olle Hütte, ne? Ich weiß nicht, ob jetzt hier auch. Oh, guck mal, wie viele hier sind, Alter. Aber wir haben ja, glaube ich, kein Salz mehr, ne? Also ich habe jetzt keins gesehen. Alles cool. Tue ich nichts. Oink, oink. Habt ihr zufällig ein paar Hühner gesehen? Das wäre nice. So. Irgendwo war doch hier noch eine Hütte. Da hinten. Muss mal ganz kurz scheuen.
Da sind wir. Wir sind hier, glaube ich, lang. Das müsste der Turm sein. Da ist eine Hütte, da ist eine Hütte. Dann würde ich erstmal dahin gehen. Also erstmal diesen Weg. Ja, siehste, da ist einer. Und dann können wir da hinten. Da ist ja auch noch eine Hütte. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal waren. Ein Schimmer. Hallo. Hast du hier freshen Loot für mich? Eine Flasche brauche ich nicht. Davon habe ich eigentlich. Flaschen brauchen wir nicht. Aber das. Hin. Wie keine Flasche. Zweimal Flasche? Aha. Will ich nicht. Rags habe ich eigentlich auch noch in Hülle und Fülle. Components und Metall Scraps. Komm auf hier. Was ist das hier? Ach, wieder eine Machete. Boah, lass mich durch hier. Brauche ich nicht. Hier sind wieder gute Pfeile. Und hier ist noch ein Bogen. Sugar, Salz, das ist stark. Hat mein Bogen irgendwie Schaden genommen? Nicht viel. Also wenn, dann wissen wir, hier gibt es einen neuen Bogen. Deswegen würde ich den jetzt hier eigentlich lassen wollen. Okay, dann ziehen wir gleich weiter. Mehr gibt es hier, glaube ich, nicht zu holen. Sieht nicht so aus. Dann gehen wir gleich zur nächsten Hütte. Ich speichere mal hier zwischendurch. Sollte man mal tun. Nicht nur wegen Nebel. Es könnte ja auch mal sein, dass das komische Spiel einfach abstürzt. Ach, ich sehe gerade. Wir sind jetzt hier schon wieder bei fast 28 Minuten. Und ist ja schön. Okay, da oben ist ein bisschen komisch mit dem Wasserfall, aber okay. Sonst ist schön. Ja. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen kleinen Cut und dann schauen wir morgen mal in die Hütte. Und da hinten vielleicht ins Zeltchen können wir noch schauen. Ich weiß nicht. Das machen wir morgen. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dahin und rein.